Morgenjungs und andere, die mir im Restaurant Wasser servieren. Heute geiles Video, scheiß Intro, also genießt das scheiß Intro und skippt das geile Video. Abo, Like und Kommentar für den Algorithmus dalassen. Oder ich entführe eure Hirn, ohne dass ihr zu John Wick den Zweiten mutiert. Yeah. Okay. Samstag in der Früh. Ihr wisst, welche Zeit es ist. Es ist RP-Zeit. Ich sehe absolut scheiße aus. Ja, komm. Gehen wir mal auf den Server mit 7 Spielern. Da werde ich die größten Scheiß drauf machen. Digga, da rollt mal einmal sein Zimmer auf und findet plötzlich fucking Fernbedienung, die man keine Ahnung hat, was sie irgendwie machen. Hat nicht funktioniert. Die bringen gar nichts. Warum hat er denn jetzt nicht gejoint? Deswegen hat das nur 7 Spieler oder so gehabt, Digga. Stormlife, da. Jetzt probiert er aber wirklich. Was ein geiler Server, auf den lässt es mich nicht rauf. Ich sehe es als Zeichen. Ich meine, dann gehe ich mal auf Casa Monica City. Hier hat auch eine freie Einreise. Ich hoffe, diese Einreise ist schön frei. Halt die Fresse, Digga. Dieses Lied ist scheiße und ist wie AIDS in den Ohren. Da brauche ich erstmal eine HIV-Transplantation, wisst ihr? Ich glaube, die haben TikTok gehabt. Warte, lass ich mich noch einmal reinschauen, so wie dein TikTok aussieht zumindest. Da, zack, mal schauen, was wir finden können. Geile Qualität. In GTRRP. Also die haben eigentlich einen Haufen Autofails da drin, will ich mir sagen. Also das ist deren Content. Ich habe genug gesehen. Henry. Gurke! Den Fukuina werde ich wahrscheinlich nicht treffen, oder? Dann nehme ich halt die Frise. Was sind denn Reflexe? Ah, Reflexe, dass ich meine Haare verliere, oder was? Da habe ich aus Reflex mein Haar verloren. Also ich finde den Drip, der ist ausgebogen. Lass mal drehen. Ja doch, das passt so, passt so. Zeit, mich einzureisen. Guten Abend. Ich habe jetzt gesehen, freie Einreise, oder? Es wird auch keine Bibelabfrage gemacht oder so. Es wird nur einmal der Personalausweis geprüft, Klamotten, wo sie sich auch gleich nochmal umziehen dürfen. Also mit Häftlingskleidung weiß ich nicht. Ich habe es jetzt gesehen, es tut mir leid. Ja, alles gut, ist nicht das Problem. Du bist das Problem. Den Personalausweis können sie mir aber schon mal geben. Einen Moment, ich würde mich zuerst umziehen, dann mache ich das, alles klar? Oder so, natürlich. Alles klar, dankeschön. Oh Gott, eine Frau. Wie ich sehe, sind sie auch ein Pferdeschwanz-Enjoyer. Ja, ich bin aber schon genehmigt worden. Ich mache hier nur meinen Pulli gerade weg. Ja, der hat ein paar Löcher. Ich versuche es wegzumachen. Nur mal, wenn ich hier rausgehe und das speichere, dann ist es wieder der alte. Wir müssen sie wegmachen. So geht's natürlich nicht, ne? Ich möchte eigentlich das am liebsten schnell durchhaben. Ja, wie ein breites Kreuz. Nein! Ich will nicht Philipp Plein, okay? Ich bin so nicht einer. Ich bin kein Widerlicher. Ah, Mann. Das dauert heute wieder ewig. Yeah, ich gebe Butcher-Style. I hear you. Omländer. So, der Herr. Ich glaube, jetzt sollte ich doch bereit sein dafür, oder? Boah, das sieht doch schon besser aus. Dann hier, bitte sehr. So, Herr Gurke. Der Nachname geht nicht. Ändern wir. Bitte was? Den Nachnamen müssen wir leider ändern. Entschuldigung, wie heißen Sie denn? Blake. Aber Blake geht, oder was? Natürlich, aber Gurke nicht. Ist ein Generationsname. Mein Vater hat ihn mir geerbt. Mein Großvater hat ihn mir geerbt. Wir sind Gurkenzüchter. Wie möchten Sie einen neuen Nachnamen heißen? Nennen Sie mich Henry Müller. Sehr gut. Ist geändert. Dafür bin ich Ihnen überaus dankbar, dass Sie meinen Namen geändert haben auf Zwang. Dann können Sie schon mal die Treppe runtergehen. Pförtner weiß gleich Bescheid, dass Sie vorne ankommen. Perfekt. Danke für die Namensänderung nochmal, ne? Wirklich danke. Guten Abend. Ay, caramba! Hälfte meines Lebens weg. Rücken gebrochen. I broke my back. Your back is broken. Nee, 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 nee. Die widerlichen Asthmatiker haben NPCs. Ich fass es nicht. Ich hab hier eine Fliege. Ich hab hier eine gottverdammte Fliege. Sie ist mein Begleiter. Du bist mein Sidekick. Sowas wie Robin. Ich nenne dich Aubergine. Perfekt eingepackt, seht ihr. Genauso parke ich auch im echten Leben und sag perfekt eingepackt, Jungs. Vertraut mir. Sir, wurden Sie hier festgenommen und sind seitdem eingefroren? Der ist AFK, der Weg. Doktor! Oh, was liegt denn hier auf dem Boden? Doktor, ich hab dein zerrissenes Gummi gefunden. Dann schau ich mal durch, ob hier irgendein Doktor ist. Na, ah, geht nicht. Scheiße. Well, dann auf zum Würfelpark. Da war ich jetzt auch noch nicht. Mal schauen, ich hoffe, da ist irgendjemand. Was zum F***? Da ist eine Tankstelle. Einfach random hier in Arcadian geplatzt. Nice, nice. Verschandelt meinen schönen Würfelpark ruhig noch mehr. Oh, da sind Menschen. Menschen viele. Ja, da ist ein Stein. Der kommt auf mich zu. Aber ganz langsames Schrittes. We're on the wrong side of the town. Moin, moin, wie geht's denn so? Moin, der Herr. Du aussteigen? Warum das denn? Du hast ein Auto von uns. Auto zurückfahren? Ich sehe kein Auto. Fahr mal ein Stück zurück. Jungs, aber ich habe hier geparkt. Genau an meinem Auto. Ich möchte nicht, dass mir mein Parkplatz jetzt genommen wird. Nein, wenn ich jetzt noch diesen Parkplatz habe, nehme ich ihn. Das ist mein gutes Recht, der Herr. Aber nicht, wenn da mein Auto steht. Ja, sind doch blind auf beiden Augen. Hier ist kein Auto. Jungs, ihr seht aus, als wärt ihr Kellner. Bitte, geht weiter. Ich will gerade kein Wasser. Wenn nur Kellner sind, dann trau dich doch mal raus aus dem Auto. Auch Kellner sind Menschen, ja. Und ich habe keine Lust auf Gewalt, weil ihr dumm seid und euch irgendwie ein bisschen die Autorität aufspielen müsst, Jungs. Ich habe meinen Parkplatz, das geht weiter.
Steig bitte aus. Sag das ein letztes Mal freundlich. Was willst du mir tun? Ich will dir gar nichts tun. Ich will nur meinen Parkplatz und das ist mehr nicht hier. Wenn wir dir sagen, es steht da ein Auto von uns. Da steht kein Auto von euch. Ja, dann würde ich mal zum Optiker gehen und dir eine Brille kaufen. Ich weiß nicht, welche harten Drogen hier. Ich ballert, um diesen Kellnerjob auszuführen, ja. Aber da ist kein Auto und ich werde dort parken, ja. Ende der Geschichte. Guck mal, da ist doch ein Parkplatz frei geworden hier. Ja, dann fahr doch dein Auto dahin. Ja, fahr du doch dein Auto dahin. Dein imaginäres Bootmobil. Fahrschulauto und dann so eine Scheiße bauen hier. Sir, es ist nur ein Parkplatz und ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt. Du solltest mal Therapie nehmen oder sowas. Erstmal steht mein Auto auf dem Parkplatz. Du fährst in meinem Auto hinten rein. Da krieg ich noch nicht mal eine Entschuldigung. Sei froh, dass ich nur in dein Auto reingefahren bin und nicht in deine Frau hier. Sag mal, aus welcher Klapse bist du abgehauen? Wie aus welcher Klapse, Digga? Es geht um einen scheiß Parkplatz und du kriegst gleich einen Kollaps. Genau, das bei dir hinzuziehen, die werden das auch bestätigen. Aha, ihr seid also Leute, die sich auf die Kost beziehen, also keine echten Männer oder was? Nein. Ja, seid ihr wandelnde Vaginas oder was ist falsch mit euch? Ja, dann komm doch mal aus der Wiese und dann klären wir das wie Männer. Sir, wir sind auf Asphalt. Ja, komm. Ganz sicherlich. In einer Debatte, warum sollten wir uns extra von hier wegbewegen? Ich find's hier ganz angenehm. Wir können auf den Gehweg gehen. Na komm, Jungs, folgt mir mal. Wir reden hier. Auf der Straße zu reden ist ja auch nicht das Wahre. Nee, der Vogel möchte nicht. Drei blinde Männer setzen sich einen Hut auf und machen hier auf Boygroup oder was? Ja, ja, männliche Version von Hannah Montana, ich sehe schon. Ey, aber ich sehe hier schon so einen kleinen Kontakt zwischen deinem Auto und dem Auto, was da steht. So, bei mir ist da kein Auto. Ja, wie gesagt, dann würde ich mal zum Optiker fahren. Ja, das ist schön, dass du das sagen würdest hier. Aber mit deiner Brille, glaube ich, solltest du mehr zum Optiker. Blinder Mann, brauchst du nicht noch einen Stock? Willst du mir jetzt unterstellen, ich bin blind, ja? Ich würde es vermuten, ne? Ihr seid drei blinde Hühner. Dann komm doch mal mit, eins gegen eins. Wenn ein Mann sich nicht in Worten ausdrücken kann, dann ist es kein Mann für mich, ja? Deswegen, sei mal ein Mann und debattier mal. Warum sollte ich? Keine Ahnung, weil wir vielleicht nicht zurück zu fucking Höhlenmenschen vegetieren, wo wir uns einfach nur gegenseitig die Köpfe einschlagen. Was ist denn das für ein Verhalten, der Herr? Ah, ey, Sir, wie ist denn das möglich? Geht um eine Sachbeschädigung. Welche Sache wurde denn beschädigt? Ein Auto. Hab ich nicht gesehen. Hast du jetzt immer noch die große Fresse? Wo hab ich große Fresse? Ich sage, ich sehe kein Auto, das ist große Fresse. Wenn dir vier Leute bestätigen, da steht ein Auto. Vier Leute, die alle gleich aussehen, ich weiß ja nicht. Das zählt für mich irgendwie wie eine Person, wisst ihr? Okay. Sie müssen... Eigentlich hätte ich jetzt so richtig Bock gerade. Ja, und jetzt bin ich in Handfesseln hier und sie wollen mich mit dem Baseballschläger schlagen. Das ist normales, zivilisiertes Verhalten, sagen sie, von Menschen mit Klasse. Wir sollten einfach nur reden, wisst ihr? Wir sollten Freunde sein, eventuell. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, auch wenn du ihn nicht magst. Dein Messer gezogen! Okay, Junge, ich fahr mein scheiß Auto weg, okay? Sag einfach Entschuldigung, fahr dein scheiß Karre weg und dann ist das Ding gegessen. Es tut mir leid. Was entschuldigst du dich? Es tut mir leid, dass ich euer Auto nicht sehen kann. Ich glaube, ich brauche einfach Augen wie eure. So, Emanus, was machen wir mit ihm? Was können die entscheiden? Alles, aber bloß keine kostenlose Fettabsaugung, bitte. Wie wär's mit Schwimmbein? Fischen können die noch italienische Stiefel verpassen? Das klingt gut. Ich finde auch, bei den langen Haaren sollte er lieber ein Kleid anziehen. Wenn ihr mich demütigen wollt, müsste ich nur so eine Brille wie eure tragen. Es tut mir leid. Nimm den mit, wir haben noch hier... Jungs, nein! Nimm mich nirgendwo hin mit! Nein, Hilfe! Sir, fassen Sie mir bitte nicht so elegant an den Hoden. Das ist aber nicht viel, wo ich Hand fassen kann. Ja, wir fahren ins Unicorn. Alles bloß, keine kostenlosen Stripper, Jungs, bitte. Bitte bezahlt mir keine Lapdance oder sowas. Oh. Ich weiß nicht, was auf ihn zukommt. Ich hoffe nicht, diese Frau da, die ist nicht hübsch. Das wird doch wieder respektlos. Nein, ich bin nicht respektlos. Ich habe nur meine Meinung gesagt. Das kann man so sehen oder so, ne? Wissen Sie? Wer ist eigentlich eure Gang? Der Blindenstock? Ja, los. Ausmachen. Jungs, ihr müsst ein bisschen weg von mir sehen, ja? Sonst wird ein Unglück passieren. Sie sind mir ein bisschen zu nah auf der Quelle. Hoch da, tanzen. Ja. Ah, okay. Jetzt reicht. Ey, er hat gesagt, ich soll da hoch, ich wollte da hoch. Das ist mir jetzt scheißegal, okay. Wir legen das jetzt an. Wenn er respektlos auch noch zu seinen Damen. Das heißt Bitch ist der Herr. Na jetzt Maul, wie redest du? Wie redest du? Chantal, halt mal die Fresse. Kleines Kind, Junge. Fick dich, du wünschst dir ein kleines Kind, meines du pädophile Maul. Frau. Ganz dünnes Eis. Einer nimmt die mit. Einer nimmt mich mit. Nein. Frauen sind nicht stark, die dürfen mich nicht nehmen. Mal jetzt Maul, also bevor ich dich gleich abknall. Bevor ich dir deine Wahlrechte nehme, pass auf. Ey, du bist so peinlich. Don't care. Still don't care. I don't care. Halt mal die Fresse, du bist ein Club der Blindheit. Einer fährt mit meinem Auto, bitte. Ja, sonst soll ich den nehmen? Dann nimm ihn. Entschuldigung, die Dame, können Sie mich bitte nehmen? Die Mutter von der Rote Haube. Soll sie euch hochkommen, wenn sie so eine starke ist? So. Du fährst. Als Maulbückstück. Oh, Kollege, das hätte ich mir ganz stark verkniffen. Ganz dünnes Eis, mein Freund. Ja, wie ihr euch überhaupt sehen könnt, bestimmt gar nicht, hä? Halt deine Klappe. Halt du deine Fresse hier. Mensch, wie redest du hier? Du wirst gleich sehen. Ja, du wirst gleich die Küche von innen sehen. Sag mal. Als Mauloma. Halt deine kleine Fresse. Was sonst? Tust du mir sonst den Buckel runterrutschen und mir in die Socke husten, ne? Halt deine Fresse. Du erkennst den Schwanz von deinem Freund nicht in Sehen, weil du bist fucking blind. Nein, du fühlst deine Muttermale ab, um den Schwanz zu finden, Alter. Du hast schon das ganze Pattern von seinem Muttermal ausgelernt hier. Ja. Ja,
findest du nicht mal dich selber, ja. Gibt ja auch nicht viel zu finden, wenn ich dich so anschaue. Du bist ja absolut widerlich. Aber besser widerlich wie wieder nicht, ja? Ey, du bist so peinlich. Ach, da haben sie es mir gegeben. Kleine Schwanz weiß auch eh nicht, wie es geht hier. Ja. Oh, du kennst dich mit kleinen Schwänzen aus, du Ekelhafter, ne? Von dir wäre ich ja nicht gern Kind. Bei dir sollte man echt das Geld für die Kondome investieren. Für Leute wie dich wurden sie erstellt, Digga, du Stück Scheiße. Sieht aus, als wärst du in Tschernobyl geboren, Digga. Versuch mal, die Welt vor dir zu überhaupt zu sehen, hier, du blindes Stück Scheiße. Halt einfach deine Klappe. Ach, Fresse, Oma, du kannst deine Enkel bald nicht mehr sehen. Ich geb dir gleich, Oma, du Bastard. Geh ins Krankenhaus, du siehst nicht gut aus. Du brauchst eine Tittenvergrößerung, du Ekelhafte. Ich hoffe, du hast mit deinem Leben abgeschlossen. Ich hab gar nicht mit meinem Leben abgeschlossen. Jetzt lasst mich los, ihr Schweine. Welchen Club wie euren würde ich auch immer Handschuhe tragen, Digga. Ihr will mich ja gar nichts anfassen, ihr Widerlichen. Wer weiß, was hier alles schon ekelhaft benutzt wurde. Oh nein, das wird der klassische Gang-Gang-Bang. Oh nein, Sir, das heißt, ich bin nicht der Ring von Gott oder keine Ahnung von Erdring. Ich hab diesen Film nicht geschaut, bitte lass mich los. Oh, die haben Feuer frei. Nein, stopp! Ich wurde gebannt? Nein, oder? Ey, was? Sie spielen mit mir eine RP-Situation aus und dann sowas? Ey, Jungs, Casa Monica City. Geiler Server. Da gehe ich auf Palm Bee, mal schauen. Fliege, mein Bruder. Die ist gerade auf meiner Schulter, kann ich sie zeigen? Nein, sie fliegt weg. Fliege, mein Bruder, komm her. Vereine dich mit mir, Fliege. Nein! Scheiße, ich wusste, dass das passiert. Zu schade. Irgendwann werde ich die Zeit dort absitzen müssen, aber nicht heute. Gopher City. Digga, da war ich so ewig scheiße lang nicht mehr. Ich weiß nicht mal, ob ich noch auf deren Discord bin. Ich hasse dieses Lied. Henry, Gurke. Ich muss mich komplett neu erstellen. Okay, okay, komm. Braune Haare mit grauen Dingern. Ja, ja, geil. Kleidung. Okay, Stil. Kleidung. Da. Warum? Da steht T-Shirt. Warum kriege ich Bart? Warum habe ich Manity Bart? Ah. Nice T-Shirt, Bro. Oh, das ist geil. Es tut mir leid, Jungs. Ich habe aussehen den heißesten Jungen auf diesem Server gerade eben erstellt. Holy shit, bist du hot. Henry ist heute wirklich hot. Gib es mir für eine halbe Stunde. Bezahle ich auf eine Karte. Oh, hier sind ja Pinky Boys. Ey, Jungs, ich bin hier, um die Frau abzuholen. Doch, ich schlepp dir gerade eben ganz kurz ab. Geh mir aus dem Weg, du bist niemand. Ah, Sir, wenn du wirklich Beef mit mir willst, ja, dann komm Hauptbahnhof, Digga. Pass auf, dass er nicht gegenseitig schlagt. Ich snack mir gleich die Frau, wenn es so weitergeht, Jungs. Was sagt der? Sagt Frau snacken, Jungs, da hört der Spaß auf. Ist halt eine Bitch, ne, was soll ich sagen? Die kriegt mal easy. Ah, Junge, ah, wow, die Dame kann haken. Ah, die Dame ist... Das darf nicht wahr sein, Digga. Geil. Das war meine RP-Erfahrung, Jungs. Frauenfeindlich, Digga. Solche Schwänze, Digga. Wie jeder einfach direkt reporten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like und ein Abo da zu lassen. Ich bin eure Henry Gurke. Ich bin raus für heute. Adios. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Blocks. Ja, ich weiß nicht, was ich heute wieder mach. Bitte schreib mir, ich geb dir Arsch. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Blocks. Ja, ich weiß nicht, was ich wieder mach. Schreib mir, ich geb